Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Polizeifilm. Heute geht es um einen Goldraub. Können die Täter gefasst werden? Schaut selbst. Und nun, viel Spaß beim Zuschauen. Ein Like von euch wäre super. Hey Kumpel, bleib dran. Die dürfen uns nicht entwischen. Die haben ganz viel Gold im Kofferraum. Lass uns auf den schnellsten Weg nach Hause, bevor noch jemand unser vieles Gold auf der Ladefläche entdeckt. Peter, fahr doch etwas schneller. Du fährst wie eine lahme Ente. Hey Kumpel, bleib dran. Gib ein bisschen mehr Gas. Die entwischen uns. Ah, da vorne sind sie. Hey, was sind denn das für zwei komische Typen dort im Auto? Yvonne, hast du das gesehen, was ich sehe? Die haben ein Brecheisen. Ich hab da so einen komischen Verdacht. Ich fahr mal hinterher. Aha, hier auf dem Reiterhof sind sie also. Ich bin gespannt, was sie da rausholen. Die beiden Typen observieren den Reiterhof. Ich glaube, die haben irgendetwas vor. Ich sehe immer noch nicht ganz genau, was sie da eigentlich vorhaben. Aber bei der Bank waren sie ja. Ich habe so ein mulmiges Gefühl. Hoffentlich hat uns niemand verfolgt. Ach was, das Gold war gut zugedeckt. Ich denke nicht, dass uns jemand nachgefahren ist. Dafür werden wir morgen die neue Pferdekutsche bekommen. Ich freue mich schon so sehr. Das ist unser ganzes Gespartes. Komm, Marie, wir werden es oben verstauen. Dort ist es sicher. Boah, ist das schwer. Da ist mir doch glatt der Barren runtergefallen. Hey, Kumpel, hast du das gesehen? Das war doch ein Goldbarren. Jetzt müssen wir nur gucken, wo sie das verstauen. Alles verstaut. Dann lass uns mal auf den schnellsten Weg nach Hause fahren. Komm weg hier. Wir fahren zum Haupteingang und dann steigen wir in die Hütte ein. Die Eingangstür ist leicht zu knacken. Hol doch mal das Brecheisen raus, dann versuchen wir das. Ja, gleich habe ich es geschafft. Bisschen noch rütteln und dann habe ich gleich die Tür auf. So, es funktioniert. Nichts wie rein. Ich glaube, wir müssen nach oben. Hey, das ist fette Beute. Ab in unser Auto mit dem Gold und dann nichts wie los hier. Am besten fahren wir den gleichen Weg wieder zurück. Das war zwar ziemlich weit, aber so kommen wir direkt nach Hause. Komm, wir fahren auch zurück und überholen sie und fahren ganz schnell zur Polizei. Hahaha, das war ein leichtes Spiel. Hey, was fahren die denn so schnell an uns vorbei? Was ist denn hier los? Warum fahren Sie denn so schnell? Ja, wir haben da gerade was gesehen. Einen Einbruch auf dem Reiterhof. Zwei Typen. Die müssten hier gleich vorbeikommen. Am besten, sie errichten eine Straßensperre. Da waren zwei Typen. Yvonne und ich haben uns gleich gedacht, dass mit ihnen irgendwas nicht stimmt. Wir haben jetzt ein bisschen Vorsprung rausgefahren. Ich denke, dass sie gleich hier vorbeikommen müssen. Am besten errichten sie eine Straßensperre. Gute Idee mit der Straßensperre. Ich werde es sofort veranlassen. Ich drücke Ihnen die Daumen. Wenn Sie uns als Zeugen brauchen, dann rufen Sie uns bitte an. Achtung, Achtung, alle auf Position. Gleich wird hier ein rotes Fahrzeug vorbeikommen. Die Täter dürften bewaffnet sein, also alle vorsichtig. Ein rotes Cabrio. Hey, siehst du das, was ich sehe vor uns? Ich glaube, das ist eine Straßensperre. Wir haben nur eine Chance. Gib richtig Gas, da müssen wir durch. Alle auf Position. Das Auto ist in Sichtweite. Erhöhte Aufmerksamkeit. So, gib Gummi, Junge. Unsere einzige Chance. Hände hoch, ihr seid umstellt. Was fällt euch eigentlich ein, hier in die Menschenmenge zu fahren? Hoch die Hände, habe ich gesagt, aber ganz, ganz schnell.
Alle Waffen sind auf euch gerichtet. Und jetzt rauskommen, aber ganz vorsichtig. Mann, oh, der Plan hat nicht funktioniert. Das waren zu viele Einsatzkräfte. Was machen wir denn nun? Ich glaube, wir geben auf. Sie haben keine Chance. Kommen Sie jetzt bitte raus, aber ganz, ganz schnell. Ansonsten passiert hier was. Hey, Chef, auf dem Rücksitz. Das sind die Goldbarren. Hey, wie konntet ihr uns so schnell fassen? Beide vors Auto. Ihr wandert sofort in den Knast. Das ist ganz klar. Hey, ich bin unschuldig. Ich hab doch ganz gemacht. Ruhig. Es sind genügend Beweise auf dem Rücksitz. Und jetzt kriegt ihr gleich die Handschellen. Und dann wandert ihr für viele, viele Jahre ins Gefängnis. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr damit einverstanden seid, dass die Verbrecher in das Gefängnis gehen, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Ein kostenloses Abo von euch wäre klasse. Bis zum nächsten Mal.